Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Paranoiac. Und ich habe meine Maus im Bild. Sorry. In der letzten Folge haben wir unsere Hauptcharakterin Miki kennengelernt. Die ist doch Miki, ne? Ja, Miki Takamura. Und wir sind in das Haus unserer Tante eingezogen, die vor 3 Jahren gestorben ist. Und hier ist fucking creepy shit. Geräusche, Albträume, Miki ist krank. Unsere Tante hatte Verfolgungswahn und... Es ist mitten in der Nacht und Miki möchte ein Glas Wasser trinken. Wo war nochmal die Küche? Das Haus ist riesig. Es ist dunkel. Wo war noch? Die Küche war ganz unten, glaube ich. Ich habe Angst. Es ist dunkel. Wieso musst du mitten in der Nacht aufstehen? Die Küche war die hier hinten? Okay, hier trink ein Glas Wasser. Alter, ich habe Angst. Ich weiß nicht, ich bin echt angespannt. Ja! Was denn? Haare! What the hair? Gross. Oh, da kommen Haare aus dem Waschbecken. Why did this come out? I'll have to water check tomorrow. I just wanna sleep now. Ach, geil. Haare. Jetzt empty an und das Ding. Ja, zu den Haaren willst du nichts sagen, oder was? Das ist Horrorfilm-Klischee. Da kommt ein Geist. Ich wette, da kommt der Geist unserer Tante und bringt uns um. Das ist mein Haus. Okay. Wir gehen wieder schlafen. Ganz schnell. Did I hear something? Das klang eklig. Ich geh schlafen. Nee. Ich hab kein. Ich will das nicht raus. Du bist aufgegangen! Oh mein Gott, ich will schlafen. Ich will das gar nicht angucken. Ich will schlafen. Miki, geh schlafen, bitte. Miki. Ich dachte nach Never Ending Nightmares kann mich nichts mehr schocken, aber dieses Spiel, das macht mich fertig. Falls ihr es noch nicht kennt, Never Ending Nightmares war auch ein Let's Play, das ich gemacht habe. Das war auch gruseliger Shit. Okay, ich speichere. Ich habe Angst, dass ich sterbe. Okay. Die Tür ist aufgegangen. Von ganz alleine, möchte ich nur mal anmerken, ne? Ich habe Angst. I thought this door didn't open. Oh, die war auch noch verschlossen. Why is it open now? Ich speichere nochmal. Okay, gucken wir mal rein. Was kann uns schon erwarten außer Tod und Verderben? Okay. Sieht aus wie ein Bibliothekszimmer. Da ist ein komischer Fleck auf dem Boden. Okay. Magazines and stuff. Even the fashions in these magazines are long out of style. Wieso tust du dir Modemagazine in eine Vitrine? Das ist voll komisch. Lots of how-to-books on these shelves. Okay, selbst ist die Frau. Lots of books on crafts and sewing. I think it was her hobby. Ja, so. Mhm. Famous children's books. She read this stuff too? Hast du dich vielleicht einen Cousin oder eine Cousine? Von denen du nichts weißt? Hatte deine Tante vielleicht Kinder? Kinderbücher? Novels from a specific series. Twilight. There's something in this book. Ich bin so heiser heute, es tut mir leid. A note. They're trying to trap me. They hate me. If I can't protect it myself. The password is Saiki. I'm sure I won't forget my own name. Saiki? Hieß unsere Tante Saiki? Okay. Es hieß ja, unsere Tante hatte Verfolgungswahn. Ist es das, was sie meinte? They're trying to trap me. They hate me. The password is Saiki. Okay. Saiki. Muss ich mir das aufschreiben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das... Ich habe gerade auch nichts zu schreiben da. Verdammt. Okay, ich hoffe, dass ich mir das mal merken kann. Ich will nicht diesen ekligen Fleck angucken. Kann ich nicht? What's this stain, in dem du drin stehst? Could it be... Was? Could it be what? Ich gehe schlafen. Das ist... Verdammt! Hört auf mit den lauten Geräuschen! Ich mach jetzt ernst! What?
Mir gefallen die Geräusche nicht. Ja, hallo Schmodderleiche. Wahrscheinlich Schmodderleiche von meiner Tante. Ich habe mich schon gefragt, wann ich weglaufen muss. Ich muss jetzt wahrscheinlich weglaufen, so alle. Ich weiß nicht. Falls ihr diese Spiele kennt, Mad Father und so. Und das sind auch RPG-Horror-Maker-Spiele. Den muss man weglaufen. What the fuck? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Lauf doch weg, Miki! Ich will nicht. What? Is that thing coming toward me? Lauf doch weg! Na! Lauf doch weg! Ich spamme den Rechts-Button, den Links-Button! No! Gross! I have to get away! It's after me! Oh, das ist ekelhaft! I have to run! Where should I hide? Alter, ich will das gar nicht hören! Ew! Fleeing Mechanics. Okay, das ist eine eigene Mechanik. Zeig mal her. There are various places to hide around the house. Okay, ich muss mich hier irgendwo im Haus verstecken. Pick a place to hide and hide there before the monster comes in the room. Okay. Ist das nicht meine Tante? The possible hiding spot. One is correct, two are death, and for the rest you will be found. Alter, und ich muss jetzt den richtigen hiding spot treffen. Oh, das ist doch scheiße. Fleeing continues until the right place is found. Boah, das ist aber schwer, ne? Das ist aber echt schwer. Einer ist korrekt, zwei sind tot und in dem anderen. Muss mich in einem Schrank verstecken oder so. Ich dachte, das ist unsere Tante. Aber vielleicht ist es auch das. Und vielleicht war unsere Tante gar nicht verrückt und hatte Verfolgungswahn, sondern vielleicht wurde unsere Tante echt von dem Monster verfolgt. Okay. Hallo, Tantes Monster. Ich nenne dich Monster. When the monster follows you into a room, you cannot hide there. Each time you flee, the correct and deadly hiding spots will change. The chase will begin now. Okay. Also das heißt, wir werden mehr als eine Chase haben. Ich hab Angst. Das schaffe ich doch niemals. Na! 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 Ich hab nicht so gut geklappt. Oh fuck. Okay, das Monster ist schnell, aber ich kann auch nicht rennen, weil ich renne schon. Tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen lauter geschrien habe. Oh, fuck. Oh, muss ich jetzt das Ganze mit dem Zimmer hier nochmal machen? Okay, gut. Wir gucken einmal kurz durch. Wir wissen, hier ist das Passwort. Saeki. So hieß, glaube ich, unsere Tante. Hey, wieso kann ich das nicht angucken? Okay, doch. Saeki. Okay. Ja, wir klicken einmal kurz alles an, damit wir es angeklickt haben. Falls es wichtig. Kann ich den Spiegel nicht angucken? Okay. Hier. Ekelhaft. Wir speichern hier. Kann ich hier draußen speichern? Okay, wir speichern. Hier? Kann ich hier speichern? Okay, damit ich nicht jeden Schritt fünfmal machen muss. Okay. Gut. Komm schon, Monster. Du hast vielleicht sogar meine Tante getötet. Möchte ich nur mal anmerken. Was ist, wenn unsere Tante gestorben ist, weil das Monster sie umgebracht hat? Es wurde ja nie gesagt, dass wie unsere Tante gestorben ist. Okay, diesmal, ich habe keine Angst vor dir, Monster. Wieso ist das Monster schneller als ich? Ist doch kacke. Also diese Flash-Images sind echt eklig. Gross. Ja, das ist echt gross. Das sieht aus wie eine fucking Schimmelleiche. It's after me. Where should I hide? Okay. Ist das Monster? Also wenn das Monster so aussieht, dann ist es einfach nur ein ekliges, blutiges Skelett. Das Monster ist fucking schnell. Wie soll ich denn da bitte entkommen? Dieses eklige Monster, ey. Warum müssen wir uns diese Szene jetzt immer wieder anschauen? Ich skippe. Wie soll ich denn da bitte entkommen? Ich kann aber auch nicht rennen, ne? Komm schon, beeil dich. Das kennen wir schon.
Ekliges Skelettmonster. Ja, das ist ein ekliges Skelettmonster. Wieso hast du meine Tante getötet? Du hast bestimmt meine Tante getötet. Ich muss überlegen, wo laufe ich jetzt lang? Das Ding kommt so auf mich zu. Wenn ich hier lang gehe, kriegt es mich sofort. Also ich könnte nicht sehen, weil ich jetzt mit meinem Finger auf dem Bildschirm zeige. Also wenn ich links rumgehe, kriegt es mich sofort. Was, wenn ich rechts rumgehe? Dann kriegt es mich aber auch. Hä? Why should I hide? Bin voll reingerannt. Alter. Okay, Leute. Ich versuche das rauszufinden und dann melde ich mich, sobald ich das hab. Das ist doch scheiße. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert. Das Monster ist zu schnell. Ich weiß nicht mal, wie ich aus dem ersten Raum rauskommen soll. Es gibt noch nicht mal Tipps, wie ich weglaufen kann. Es sagt mir nur, ich muss mich verstecken. Aber wie soll ich mich verstecken, wenn das Monster so brutal schnell ist und ich manchmal einen Schritt gehen kann? Ich habe das Monster versucht auszutricksen, aber die AI ist fucking schnell. Irgendwo ein Trick, den ich übersehen habe, muss ich irgendwo Rennschuhe herbekommen? Weil ich kann auch nicht rennen. Weil die ist, es ist schon Max-Geschwindigkeit, was die läuft. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich bin total überfragt. Ich komme an dem Monster nicht vorbei. Ich weiß nicht wie. Ich kann nichts machen. Ich probiere es jetzt noch einmal und dann, ich weiß es nicht. Ich muss doch irgendwo was übersehen. Irgendwas stimmt doch, irgendwas fehlt mir. Irgendwie ein Weg, wo ich dieses Monster langsamer machen kann, muss ich vielleicht da irgendwas in dem Zimmer noch machen? Ich bin gerade echt überfragt, ich habe echt keine Ahnung, was ich tun soll. Bitte. Wie ist denn das bitte möglich? Ich komme da nicht vorbei. Das Monster ist fucking nochmal schneller als ich. Ich habe keine Ahnung. Ich komme nicht mal zu mich verstecken. Oh Mann. Ich möchte jetzt auch nicht euch heute nur eine Folge geben, wo ich versuche, dieses Monster platt zu machen. Weil wenn es so weitergeht, dann muss ich mir vielleicht, ja, obwohl ich es nicht möchte, mal eine Walkthrough angucken, ob die vielleicht Tipps haben, wie ich dem Monster entkommen kann. Also jetzt nicht die Story oder die Rätsel gucken, sondern echt einfach nur, wie kann ich diesem Monster entkommen? Ich habe schon RPG-Horror-Maker-Spiele gespielt, sowas wie Saw, Mad Father, Witch's House, das sind so diese berühmteren, falls euch diese Namen was sagen. Und da gab es auch solche Chase-Szenen, so Verfolgungen. Die waren eigentlich normaler, weil die Monster und die Verfolger nicht brutal schnell waren. Du kannst das Monster ja nicht mal austricksen. Okay, wir gehen links rum. Ganz links. Ah! Nein, 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 nein! Ja! Ah! Nein, ich hatte auf die Tür!
Nein, jetzt habe ich auf ein neues Spiel gedrückt. Oh, fuck. Ach, Mist. Ach, Mann, okay. Ich schneide das kurz raus und wir sehen uns dann gleich wieder im Game. Okay, Leute, hier sind wir wieder. Ich habe aus Versehen, ja, ich habe es jetzt rausgeschnitten wahrscheinlich. Also, hallo Zukunftssaya, bitte schneide das raus. Und, es hat geklappt. Ich hätte die Tür anklicken müssen. Ich hätte nicht gedacht, jetzt habe ich mich doch wieder erschreckt, obwohl ich wusste, was kommt. Es ist möglich. Wie habe ich das gemacht? Oh mein Gott. Es ist möglich. Es ist verdammt schwer, aber es ist möglich. Und diese Szene geht mir so auf den Geist, ey. Ohne Scheiß. Ha, Geist, Wortspiel. Ist das überhaupt ein Geist oder ist das einfach nur ein Monster? Hat unsere Tante hier mit einem Monster zusammengelebt? Kein Wunder, dass sie so Verfolgungswahn hat. Wirklich. Oder vielleicht ist das so unsere Tante. Nein. Ich glaube nicht, dass das unsere Tante ist. Unsere Tante würde ja nicht mehr so nur rumpeln. Oder? Oder ein Monster. Wie habe ich das gemacht? Ich bin links rumgegangen, ne? Oder? Oder? Ich weiß nicht, wie habe ich das gemacht? Gerannt. Oh, bitte, 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 lass, bitte, lass es sicher sein. Bitte. Ich wurde gefunden. Somewhere else. Wo muss ich hin? Okay, Leute. Jetzt wisst ihr mir schon mal, im Schrank ist es nicht. Wo kann man sich denn noch verstecken, bitte? Okay, Leute, habt ihr das gesehen? Das ist möglich. Ich weiß gar nicht, in welche Tür ich alles rein kann. Ich hätte vielleicht vorher gucken sollen, wo ich alles... Okay, da wurde ich gefunden. Es ist ja, es gibt einen sicheren, zwei sind sofort tot und einer ist sicher. Leute, wir machen Progress! Ich hab's wenigstens geschafft, mal nicht zu sterben. Aber ich glaube, die Folge wird jetzt echt schon viel zu lang. Ich hab meine Uhr nicht mehr an. Oh, verdammt. Okay. Versuchen wir es jetzt nochmal. Was war das? Ich bin am Bett hängen geblieben. Okay, wir versuchen es jetzt noch einmal. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich bin am verdammten Bett hängen geblieben. Okay, aber... Es funktioniert, ne? Es funktioniert. Oh, ich bin gerade so... Meine Hände zittern total. Nicht vor Aufregung oder vor Angst, sondern weil ich es endlich schaffen möchte. Okay, ich möchte Treppen runter, glaube ich. Ich weiß nicht, wohin. Vielleicht kann ich mich in der Badewanne verstecken? In der Toilette? Nee. In der Waschmaschine? Ich überlege gerade, was unten für Räume sind. Im Kotatsu? Nee, im Kotatsu kannst du nicht rein. Verdammt. Ach komm, das war unfair. Ach, das ist dumme Monster. Okay, Leute, es tut mir leid, dass in dieser Folge kaum was passiert ist. Aber die Folge geht, glaube ich, schon viel zu lang. Ich sollte das nächste Mal einfach mal meine Stoppuhr die ganze Zeit anlassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet weiter ein und nächstes Mal schaffen wir es, dieses fucking Monster zu besiegen. Hoffentlich. Bis dahin, macht's gut, Leute. Lasst euch nicht von komischen Monstern jagen. Ich liebe euch. Macht's gut. Bye-bye.